Hallo und herzlich willkommen zur späten Stunde. Es ist 13:15 Uhr zum Let's Play OFM SK Grizzly, mittlerweile Folge 12. Ja, letzter Spieltag war Spieltag Nummer 13. Es hat sich seitdem auch ein bisschen etwas getan. Zwar nicht vom Sportlichen her, aber von, sagen wir mal, vom steilen Umfeld her, vom Stadion, von der Tribüne her. Und zwar gehen wir es doch gleich einmal durch. An Spieltag Nummer 14 habe ich wiederum meine Tribünen repariert, die Süd-, Ost- und die Nordtribüne. Ja, an Spieltag 15 dann auch das Achievement Schwarze Erde. Auf das kann ich gerne verzichten, aber okay. Ja, Spieltag 16. Um über 3 Millionen wurde der Auftrag der Umbau der Westtribüne in Auftrag gegeben. Die neue Größe wird beinhalten 3049 Sitzplätze. Bauzeit 33 stolze Tage. Also dann wird sie fertig sein am 15. Spieltag der nächsten Saison. Ja, dadurch habe ich dann auch das Achievement Baumeister erhalten. Und an Spieltag Nummer 17. Und an Spieltag Nummer 17 habe ich dann den Vertrag des Spielers Lagoje Ujkic verlängert. Ja, wie sieht es nun aus in der Liga? Ja, in der Liga bin ich nach wie vor Vorletzter mit 6 Punkten. Beim Spielplan sehen wir, dass ich zwar wiederum gegen Schwarzes Brennens mit 5 Zoll abgeschossen wurde, aber gegen Runde 19 FC Binomi 2 zu 2 gespielt habe. Gegen den habe ich doch noch mit 3 zu 1 in Runde 2 verloren. Das lässt doch hoffen. Es wohl jetzt auch wiederum etwas schwächere Gegner kommen, gegen die ich in der Hinrunde knapp verloren habe. Hier 1 zu 2, 1 zu 0, auch hier 2 zu 0, 0 zu 2. Ja, mal schauen, wie es dieses Mal wird. Gut, gehen wir dann gleich einmal auch zu den Finanzen. Ja, man sieht hier, ich habe mir das Geld für den Stadionumbau mühsam erspart, habe mir dann wiederum den Kredit aufgenommen, so dass ich gleich loslegen konnte und zahle nun seit Spieltag 16 Tag für Tag meinen Kredit ab. Was dann eigentlich noch ganz gut sein wird, wird dann die Tribüne hier, Südtribüne, wiederum umzubauen, wenn ich wieder etwas Geld habe, und zwar dann auf, ich glaube, Sitzplätze, na, auf Stehplätze ohne Dach und dann eben auf Sitzplätze über Dach und dann auszubauen auf 4049 Zuseher. Auch wenn ich hier schaue, meine Einnahme, seitdem die Tribüne umgebaut ist, eigentlich fast immer gut besucht und fast ausgebucht. Das letzte Spiel an Spieltag 19 mit 3.183 Zuseher. Die Tribünen fallen hier auch zu 100% ausgelastet bei einer Gegnerstärke von 79. Hier könnte ich es probieren, an Spieltag 21 vielleicht um 1 Euro jeweils die Preise hochzuschrauben. Das werde ich doch auch gleich machen. Denn 100% bedeutet doch immer Umsatzverlust. Vielleicht gibt da noch was. Schauen wir mal. So, sie fallen natürlich, wie mache ich das kurz? Ah ja, okay. Liga 27, Liga 25, Liga 28. Ich werde dann sehen, ob das passt oder nicht. Dementsprechend kann ich ja dann wieder den 1 Euro reduzieren. Ja, bei den Fun Cups. Hier spiele ich doch wieder in der YouTube League mit. Spielplan und Ergebnisse. Am ersten Spieltag habe ich mit 4 zu 0 verloren. Das geht meiner Meinung nach noch. Ich wurde schon mal mehr abgeschossen. Und am zweiten Spieltag nur noch 3 zu 0. Schauen wir doch gleich einmal, wie es dann in der Tabelle aussieht. Ich bin in der Gruppe M, nicht zu vergessen. Ja, hier bin ich letzter. Schauen wir doch gleich auch einmal die nächsten Gegner an. Fun Cup Stärke 53, die sollte noch in meiner Reichweite sein. 84 eher weniger. 84, naja, vielleicht geht sich ein Unterschied noch aus. 89 Torpedo 90 und gegen die anderen HFC habe ich, glaube ich, schon gespielt. Die Dirty Luggers auch mit
Voll 90 und Bavaria United mit 81. Ja, vielleicht schaffe ich das doch gegen den FC Laubenheim aus Polen meinen ersten Sieg in der YouTube League zu haben. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wann ich den ersten FC Laubenheim spiele. Spieltag 20. Torpedo, okay. 21. Gegen Grand Pass. 23. Ja, 23, ja, hier könnte es vielleicht soweit sein. Nun gut, was gab es sonst noch, wenn ich bei der Mannschaft hineinschaue? Ich habe keine Aufwertung bekommen. Der nächste, was dann dran ist, ist mein Ersatzspieler und auch Ronaldo Santos könnte es vielleicht noch bis zur nächsten Aufwertung schaffen. Man sieht auch hier, heute gemacht minus 2 Erfahrung und 0 im Training ergibt minus 2 relevante Punkte. Schauen wir doch, mein letztes Training war für die Verteidiger-Taktik. Das heißt, dann muss ich noch umstellen, um Gottes Willen, das habe ich jetzt fast vergessen. Schnelligkeit für alle Spieler, ich mache Blocktraining. Gut, das speichern wir doch gleich einmal ab. Ja, jetzt ist eher Mitte der Saison eher noch, wie soll ich sagen, ist es Monat etwas Flaute und langweilig. Ich sehe in der Tabelle, ich kann eigentlich nicht mehr, als ich jetzt schon bin. Nächste Saison wird vielleicht mit einer besseren und leichteren Liga etwas spannender für mich werden. Ja, auch im Cup, im Pokal bin ich in der ersten Runde ausgeschieden. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich danach schaue, aber okay, wird nicht so wichtig sein, wahrscheinlich am Spielplan. Mannschaft, Liga, Spielplan. Freundschaftsspiele, ja, im Cup, nur zu viel gegen FC Tom. Auch nicht so weltbewegend. Ja, eigentlich gibt es momentan nicht mehr zu berichten. Bis auf, dass ich jetzt da von Tag zu Tag den Kredit abzahle und ja, schau mal, was sich sportlich gibt. Ich erwarte mir ja eh nichts mehr. Ich bin irgendwie froh, wenn die Saison vorbei ist und man dann weiterhin schauen kann, wie es denn weitergeht. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, danke fürs Zusehen und dann tschüss und baba, euer Grizzly.